Hallo, guten Tag und herzlich willkommen zu Luigi's Mansion 3, liebe Horrorfreunde. Wir gehen auf das Finale zu. Von dem Filmregisseur. Wo wir im letzten Part richtig reingeschissen haben. Aber jetzt. Action! Und wir stampfen durch die Stadt voller Angst, weil gleich was passiert. Was passiert da? Ein Dino! Oder? Nein! Geist verkleidet als Dino! Er will die Stadt zerstören. Das dürfen wir nicht zulassen. Das können wir einfach nicht zulassen. Es ist zwar was zu Schaden gekommen. Aber... diese Kugeln, die er schießt, müssen wir auf ihn zurückfeuern. Bleib schön auf deiner Seite, die du schon zerstört hast. Guck mal, wie er zittert. Feuer deine blauen oder grünen Kugeln ab, los! Luigi zerstört hier. Und auch noch ein ein hohes Gebäude. Jetzt. Jetzt haben wir es. Jetzt kriegt er die Kugel zurück. Er denkt, mit seinem Mega-Luftangriff kriegt er das hin? Nein. Die zwei sind wir stark. Noch einen Treffer, denke ich mal, braucht er. Dafür konnten die halbe Stadt auf jeden Fall vor Schaden bewahren. Nur ein bisschen wurde zerstört. Lieber lassen wir uns treffen, wir opfern uns auf. So muss das sein. Für dich. Was willst du? Und wieder. Ach du Schande. Jetzt ist deine große Chance, zum Star zu werden. A drücken, Leute. Seht ihr das? Seht ihr das? Dieser Kampf. Diese Spannung. Kamikamiha, er kriegt sie ab. Er kriegt sie ab hier. Friss deine eigene Medizin. Oh, armer Geist. Das hier, das ist wahre Kunst. Und nun saugen wir dich auf. Unser wohlverdienter Sieg. Gut. Das war allererste Sahne.
Luigi, der Knopf ist deine wohlverdiente Belohnung. Für diesen wundervollen Film, du hast alles gerettet, Luigi. Alles hast du gerettet. Ich danke dir. Okay, liebe Freunde. Wir können ins 9. Stockwerk. Auch zuerst suchen wir noch den Direktor auf. Wo auch immer er gerade hin verschwunden ist. Ah, hier ist er hin verschwunden. Oh, das wird ein geiler Film. Geilo, geilo, Mann. Mein Film ist fast fertig. Fast. Bei der Bearbeitung möchte ich nicht gestört werden. Die erfordert nämlich allerhöchste Konzentration. Okay. Hier ist noch überall Geld. Wir räumen inzwischen mal dein Zimmer auf. Lieber Regisseur. Gönn uns hier noch die Perle. Wundervoll. Und das Gold. Und Geld, was hier so zahlreich liegt. Noch mehr Gold und Geld. Sehr nice. Sein Film ist fertig. Wir sollen ihn nicht stören. Oh, was sollen wir denn stattdessen tun? Einfach rausgehen? Und gibt's hier noch was? Vielleicht gehen wir einfach zum Fahrstuhl zurück und lassen ihn hier. Wir haben den Knopf. Uns fehlt nur noch eine Filmrequisite, richtig? Ich frage mich, wo die ist. Ist die in der Stadt? Wo wir gerade gedreht haben? Oder nicht? Ich laufe immer so ein bisschen rum und guck mal. Nö. Vielleicht gucken wir nochmal in jedem der Räume nach, wo wir waren. Also den hier zuerst und gucken, ob da noch eine Filmrequisite ist. Also so ein Filmband halt, ne? Egal in welche Richtung wir pusten, aber nur durch eine kommt Rauch raus. Ich glaube nicht, dass hier ein Kristall ist. Von daher verlassen wir mal Nummer 1 und gehen in die Nummer 2 rein. Hat der Affe nicht auch noch irgendwie was? Ah,
Aber jetzt können wir hier wirklich hochklettern, oder? Aus außerhalb der Filmrequisite. Und was ist dann hier oben? Aufsaugen können wir ja hier nicht. Nee. Und da können wir auch nicht rein, oder? Doch, können wir. Aber da ist nichts mehr. Nur ein Haufen Gold. In der Tat, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Okay, eine Bombe. Ernsthaft? Krass. Noch mehr Bomben. Und hier, wo er herkommt. Na gut, liebe Freunde, das war es auch nicht. Hier gibt es wohl auch kein, keine weitere Requisite. Aber da war ich auch schon überall. Und habe alles durchsucht. Vielleicht dort. Ich kann mir noch denken, wo was wäre. Wenn wir den Pappkarton da aufmachen. Mit Luigi zusammen. Ja, aber wir kriegen das nicht auf, oder? Außerdem war hier schon eine Requisite. Hier drin. Von daher glaube ich das eh nicht. Okay. Wir können hier nochmal reingucken. Vielleicht finden wir ja hier noch was. Auch wenn ich das nicht glaube, weil wie gesagt, ich war überall. Und ja. Hier war eindeutig nichts mehr. Da oben war zum Beispiel noch ein Kristall. In Form eines wie nennt man diese Teile überhaupt? Das ist ein, ja, so ein, das ist Videomaterial. Na? Okay. In Form von Videomaterial. Aber was ist, wenn wir zum Affen gehen? Der Affe hat vorhin etwas gemacht. Affe, hallo, machst du noch mal was? Oder... Vielleicht verschießen mir diese Filmrequisite in sein Gesicht.
Okay, ich weiß leider nicht weiter. Gehen wir nochmal zum Regisseur. Ah, okay. Wir müssen ihn so oder so einfangen. Regisseurgeist gefangen. Oh boy. Ich dachte die ganze Zeit, irgendwas passiert da noch. Nein, nichts passiert. Wir müssen ihn einfach aufsaugen. Aber das war ja kein Kampf gegen ihn. Okay, sehr nice. Sehr nice, sehr nice. Passiert da noch etwas, wenn wir jetzt hier die ganze Zeit hier reinpusten? Oder passiert da nichts? Nö, irgendwie passiert da nichts. Egal. Wir gehen raus. Wir haben den Geist gefangen. Können wir vielleicht da was drehen? Irgendwas. Nö. Aber das sieht aus, als wenn man das zumachen könnte. Wow. Egal. Hier haben wir die erste Requisite gefunden. Ich weiß aber leider nicht, wo die letzte ist. Das werden wir uns später angucken. Jetzt erstmal in die nächste Etage. Und schauen, was da abgeht. Ach du Schande, okay. Die Katze hat uns den Knopf geklaut. Und nun geht sie auch noch ganz stolz. Das kann noch was werden. Das ist die Katze von der Hotelbesitzerin. Safe. Wo ist sie hin? Ist sie hier? Anscheinend nicht. Wir gucken aber auch in jedem anderen Raum nach. Hier sind auf jeden Fall Geister. War das alles? So viele Geister! Oh.
Gut, und der letzte. Du kriegst sie fast immer, wenn du sie erschreckst. Findest du das Polterkätzchen nicht mehr, Luigi? Dann probier es mal mit der Düsterlampe. Oh, was für eine Monsterkatze! Dann müssen wir gleich mal gegen sie kämpfen. Lassen wir sie näher kommen. Was für ein Schisser die Katze ist, ne? Oh mein Gott, er sieht mich, er sieht mich! Wenn das Polterkätzchen dich dir nähert, setze genau im richtigen Moment Strobo-Blitz ein. Okay, warte. Wir warten, bis sie richtig da ist und einen Angriff starten will. Das war zu langsam, also zu schnell. Professor Igitt, ich mach bald deine Kommentare aus. Die nerven nämlich extremst. Du sagst tausendmal das Gleiche. Das war immer noch so schnell. Okay, warte. Komm näher, kleines Mitzekätzchen. Oh ja, den Tipp kennen wir schon. Aber guck mal, auf Luigi reagiert sie gar nicht, ne? Lol. Auf Luigi reagiert sie null. Und da hat sie nur noch ein Schwänzchen, zwei Schwänzchen, die kleine Katze. Ja, ja. Müssen wir da jetzt hoch? Ja, wir müssen da hoch. Weil sie da oben rumrennt. Also gut. Hallo, kleines Kätzchen. Okay, sie ist nach unten verschwunden. Also ein Stockwerk unter uns halt. Ja, das bedeutet, wir müssen hier weg. Hier ist sie ganz sicher nicht mehr. Lilane Kugeln. Der Horrormülleimer! Standard eines jeden Horrorfilms oder was? Komm, lass uns Fußball spielen.
Dafür bekämpfe ich den. So dränge ich ihn auf jeden Fall zurück. Was willst du? Wir müssen ihn mit der Düsterlampe also anleuchten, sehe ich gerade. Mann, dieser kleine Mistkerl, ne? Ich hasse mein Life. Okay, warte. Professor Igitt, ich weiß das. So. Und nun ist Schluss. Kann er nicht mal die Klappe halten? Guckt euch das an, Leute. Dieser Professor soll endlich mal leise sein, also. Leitfaden und Einstellungen. Einstellungen. Aus. Weil ich nämlich langsam die Schnauze voll habe in Kämpfen 50.000 Mal gefühlt, einen Tipp zu bekommen, den ich schon 5-mal gesehen habe. So. Es ist so schwer, diesen Mülleimer anzuleuchten. Oh, wir sind gestorben. Was für eine Schande. Wir können uns überspringen. Überspringen, wie Buhu uns gefangen nimmt. Zum ersten Mal kriege ich hier in diesem Spiel Aggressionen. Das kann doch wohl nicht so schwer sein. Diesen beschissenen kleinen Mülleimer. Daran ist diese Mistkatze schuld. Kann ich das auch nochmal machen, ohne dass er mich angreift? Verdammte Axt nochmal! Ich will ihn anleuchten und wegballern. Aber das kann ich nicht aktivieren, solange ich die Düsterlampe mache. Oh.
Dieser scheiß Mülleimer! Ich hasse mein Life, Alter. Ich schwör bei Gott. Diesen Mülleimer ist nicht einfach beizukommen, zumindest nicht mit der Düsterlampe. Ja, ist klar. Habe ich auch kapiert. Versuche ihm auf die harte Tour einen K.O. zu verpassen. Okay, wir sind so blöd. So. Jetzt. Erledigt. Der Mülleimer ist Geschichte. Oh, yeah. Wow. Oh, und ein Haufen Geld ist da drin. Sehr nice. Schwör bei Gott. Es war wieder so einfach und simpel. Warum habe ich das nicht geblickt? Naja. Auf jeden Fall müssen wir jetzt eine Etage tiefer. Ach du Schande. Es hätten wir fast das K.O. durch zwei Geister bekommen. Okay, liebe Leute, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal bei Loetisch Menschen 3.